wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, an diesem Montag. Es ist das Ende der Skandinavienreise in Sicht, und zwar in Form der Color Magic. Ich bin nämlich im Hafen angekommen, nach einer weiteren ruhigen Nacht am Messegelände. Und jetzt bin ich früh dran, aber das macht ja nichts, ob ich jetzt da stehe oder hier stehe. Hauptsache, ich bin rechtzeitig da. Erster in Reihe 13, wenn das nicht Glück bringt. Und mal sehen, wann dann das Boarding losgeht. Im Moment ist eher noch die Schlange, die runterfährt vom Schiff. Jo, ich zeige euch kurz das Schiff und dann geht es für mich hier darum, ein bisschen zu arbeiten und ein bisschen auszuruhen, bevor ich aufs Schiff kann. Bis später. Hier seht ihr mal die Hälfte von dem Bottich ungefähr. Die andere Hälfte ist hier aus der Sicht hinter dem Terminal. Ja, Mini-Kreuzfahrt zurück nach Kiel und dann mit dem Auto nach Dortmund. Immer ganz schön, nach den anstrengenden Messetagen einfach mal entspannen zu können und sich ein bisschen ja, berieseln zu lassen von dem, was angeboten wird auf dem Schiff. Lecker zu essen und ja, einfach die Reise ausklingen lassen. 15 Tage war ich dann unterwegs. Das ist eine lange Zeit. Nächstes Jahr könnte es alles anders werden. Das wird spannend, denn es sieht so aus, ob Schweden und Norwegen, die beiden Messen, in einer einzigen Woche zusammen sind. Wie ich das organisiert kriege, wird spannend. Also, wir sehen uns an Bord und ich hoffe, dass alles pünktlich läuft. Etwa 1:15, ich bin an Bord in meiner Kabine 9625. Eine Etage höher als letztes Jahr, Doppelkabine. Das heißt, richtig viel Platz zum Schlafen, für mich alleine sehr schön. Ja, ich wähle ja immer die Kabinen mit Promenadenblick, weil Außenkabine ist teuer. Innenkabine geht gar nicht, aber hier guckt man halt auf die Promenade, die 140 Meter lange mit den Shops, und das ist dann eine gute Alternative. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist doch irgendwie draußen, aber eben halt nicht so umfangreich im Preis. Hallo, und hier ist noch das Bad mit Duschkabine. Sehr schön, wie schon vor 2 Jahren gesagt, nach 15 Tagen oder 14 Tagen Duschen im Van freut man sich auf eine richtige, lange, heiße Dusche. Das ist aber dann morgen früh oder heute Abend. Jetzt, nächster Programmpunkt, hoch in die Burger Bar und Mittagessen. Lecker. So, Mittagessen.
ich glaube, wenn ich da nächstes Jahr doch nochmal fahre, dann muss ich auch nochmal in das Schwimmbad rein mit den Rutschen. Ich glaube, das muss einfach mal sein. Und wahrscheinlich auch mal ins Fitnesscenter mit dem Blick vorne raus aufs Meer. Also für nächstes Jahr fest vorgenommen, erinnert mich dran, 2019, falls ich die Strecke fahre, in welche Richtung auch immer. Ja, mittlerweile ist es etwa 7 Uhr. Ich habe mich ein bisschen im Zimmer aufgehalten, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen rum. Hier nochmal einen Blick auf die Promenade, da unten ist das Grand Buffet Restaurant. Und da ist die Shoppingmeile und da seht ihr rechts und links zwei Etagen von Fenstern. In der oberen rechten Etage habe ich mein Zimmer. Das ist die Kategorie Innenkabine mit Promenadenblick. Und wie gesagt, ganz cool, weil eigentlich ist es ja keine Innenkabine so wirklich, weil man ja doch was zu gucken hat und nicht irgendwie gefangen im Zimmer sitzt. Kostet aber eigentlich kaum mehr. Insofern ganz coole Sache. Hier gibt es so Aufzüge. Ja. Also, das ist echt eine ganz gute Wahl. Und falls ihr noch mehr Eindruck vom Schiff sehen wollt, guckt euch auch mal das Video von 2016 an. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da habe ich ja schon mal hier gefilmt, aber bestimmt auch andere Sachen. Und dann gibt es noch den hinteren Teil der Promenade, der zum Restaurant da hinten führt. Mit dem Ausblick habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und es gibt den Shopping Boulevard von der anderen Seite. Ja, ich lasse die Leute jetzt erstmal alle essen, weil ich hatte heute Mittag den Riesenburger. Aber es gibt hier eine ganz leckere Pizza mit Lachs und Creme Fraiche drauf. Die werde ich mir nachher noch gönnen zum späteren Zeitpunkt. Wenn dann die anderen so ein bisschen weg sind, dann habe ich auch Ruhe. Das Restaurant Pizzeria Dings hat nämlich bis um 11:30 auf. Von daher habe ich da keine Eile. Das ist übrigens die erste Überfahrt in den 3 Jahren jetzt, wo es ein bisschen wackelt. Naja, also schaukelt, so rollt. Ne? Wo das Meer eigentlich ziemlich ruhig aussieht, aber es ist tatsächlich ein bisschen windiger scheinbar als die letzten beiden Jahre, aber noch ist das alles sehr, sehr entspannt im Rahmen. Mal gucken, wie es nachher Richtung Skagerrak wird. Skagerrak wird. Boah, das ist echt schwierig. Ich sollte vielleicht mal ein Bier trinken. Okay, also da, ne, Skagerrak. Nordostsee, da ist ja manchmal noch ein bisschen unruhiger, aber ich denke mal, es wird okay sein. Bis später. Ja, das war wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen mit meiner kleinen Vlogger-Cam. Aber ich sage euch mal, was ihr gesehen habt. MS Color Magic trifft MS Color Fantasy auf halber Strecke. Das Schwesterschiff ist heute um 14 Uhr aus Kiel losgefahren, so wie wir um 14 Uhr aus Oslo. Und auf halber Strecke nach 10 Stunden treffen sich die beiden Schiffe hier im Meer vor Schweden, denke ich mal. Oder schon Dänemark? Naja. Auf jeden Fall, das habt ihr gesehen. Das war die MS Color Fantasy, die MS Color Magic trifft. Kleines Highlight noch zum Schluss. Das war's für heute. 12 Uhr. Ich sage gute Nacht und bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag. Es ist ungefähr 9:15. 10 Uhr ist Anlegen angesagt. Ihr habt gesehen, die Sonne scheint. Es ist ein toller Tag, wettermäßig auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich Cappuccino kriege und irgendwie ein Brötchen, Baguette-mäßig, irgendwie sowas. Kleines Frühstück. Ja, und dann schauen wir uns die Einfahrt in die Kieler Förde an und dann sind wir auch schon fast da. Die Reise geht zu Ende. Langsam, aber sicher. So, das Marine-Ehrendenkmal sagt uns, wir sind in die Kieler Förde eingefahren. Wir haben jetzt noch eine knappe Stunde bis zum offiziellen Anlegen. Bei bestem Sonnenschein genießt die Zeit noch. Dann Auto tanken und ab in die Heimat.
Ja, da, Stenalein, da hat alles angefangen vor 15 Tagen. Jetzt ist die Reise vorbei. Da, wie gesagt, Göteborg ging es los. Ihr habt Videos gesehen. Ja, und jetzt sind es noch eine Viertelstunde vielleicht bis zum Anlegen. Ich mache mich so langsam startklar. Bis später. So, ihr Lieben, die Fahrt ist gut verlaufen. Ich bin wieder zu Hause, 3 Uhr, sehr gut. Und ich glaube, meine Familie freut sich, dass ich wieder da bin und freut sich aber auch, dass ich so lange weg war, weil es gab nämlich ein paar Mitbringsel, zum Beispiel hier für die junge Dame dort. So Leckereien, ne, verschiedene. Der Apfelsaft nicht, der ist von hier. Was gab es denn für die kleine Maus? Parfüm und Kapsel. Ah, das klingt doch cool. Und was gab es für den großen Mann? Ah, die Color Magic. Die Color Magic zum Selberbauen mit 684 Teile. So, also alle sind happy. Die Skandinavien-Reise ist vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Liebe Grüße von eurem Dr. Camp plus den Dr. Camps. Ciao.